Moin liebe Gameplay-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Viking Chef Feast Frenzy. Willkommen in der zweiten Folge, in der wir nun endlich ins Spiel eintauchen und das Ganze genauer unter die Lupe nehmen. Wie ich hier sehe, gibt es nicht nur einen Spieler, sondern auch Mehrspieler-Modus. Wir gehen aber separat rein heute, nachdem das Tutorial nun erfolgreich abgeschlossen wurde, und schauen uns mal an, was uns so erwartet und wie wir diese Odinsmünzen nun endlich sammeln können. Ich bin gespannt. So Leute, also gucken wir erstmal. Easy ist verfügbar, Medium und Frenzy ist noch nicht da. Okay, also sind wir aktuell noch beschränkt, wie es aussieht. Odins Münzen haben wir 0. Unser Szenario ist aktuell nur der Wald. Village und Boat ist noch nicht verfügbar. Also, einfach im Wald starten, heißt die Devise für heute. Das machen wir gerade mal. So, das ist jetzt angewählt und dann hier oben auf bereit. Jawohl. Let's go. Probier's nochmal. Ah doch, hat er schon genommen, okay. Wunderbar, die Anleitung kennen wir bereits, das ist unverändert. Dann Interaktion zum Starten drücken, das ist die Taste E. Okay. So, ach du meine Güte, ach du Schande, okay, warte, warte, langsam. Langsam, 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 wo fange ich denn an? Habe ich eine Zeitvorgabe oder so? Ich sehe nämlich hier noch nichts. Ich sehe nur, was ich da oben machen soll. Salat. So, fangen wir doch mal an. Was kenne ich schon? Salat kenne ich schon. Möhreneintopf, Karotteneintopf kenne ich schon. Okay, fangen wir mit der Karotte an. Erst einmal das. Zum Schneidbrett. Dann die Karotte schneiden. So, die Karottenscheiben aufheben. Jetzt muss ich kurz überlegen. War das einfach nur Karottenscheiben in den Topf? Das Tutorial hat ja so eine Kleinigkeit angeboten, was wir machen können. Gut, das läuft schon mal. Dann machen wir als nächstes Salat. Wir brauchen einen Teller, wenn das fertig ist. Da drüben. So. Jawohl. Und rein damit. Das müsste fertig sein. Das können wir schon direkt anbieten. Ha! Sehr gut. Erstes erfolgreiches Produkt abgeliefert. So, hier haben wir schon die Blätter vorbereitet. Die nehme ich mir mal gerade, lege sie ab. Dann brauchen wir als nächstes Tomate. Das wird auch klein gehackt. Und dann haben wir beide Sachen zusammen für den Salat. Denn auch den haben wir ja bereits im Vorabtest sozusagen schon mal vorbereitet. Einmal den Teller, einmal das Salatkraut, wollte ich schon sagen, einmal die Tomate. Sehr schön. Direkt mal losspurten und abwiegeln das Ganze. Das sind die beiden Gerichte, die wir kennen auf jeden Fall. Da ist Karottenfischeintopf. Kann ich irgendwie sehen? Rezeptbuch. So, pass auf. Gekochter Fisch. Hier sind die ganzen Sachen, meine Güte. Karotten. Ach du meine Güte, was es hier alles gibt. Karottenfischeintopf ist unser Ziel hier. Also, da haben wir rohe Fischstücke. Rohe Fischstücke, wohlgemerkt. Wir haben Zwiebeln und wir haben Karottenscheiben. Okay, sollte machbar sein. Rohe Fischstücke. Ich würde mal vermuten, dass wir das dann... Hallo? Ich drücke auf Weiterspielen. Darf ich weiterspielen? Ist halt noch Early Access, ne? Man merkt das gerade wieder schön. Aber ich würde gerne trotzdem weitermachen. Hallo? Ich will weiterspielen. So, das ist jetzt übrigens sehr interessant. Ich habe ja jetzt neu starten müssen. Und bin davon ausgegangen, ich müsste alles genauso wie beim ersten Mal machen. Fun Fact am Rande, müssen wir gar nicht. Hier haben wir jetzt eine ganz andere Aufstellung an Sachen, die wir erledigen müssen. Heißt im Klartext, jedes Level, jede Runde wird anscheinend prozedural generiert im Sinne der Zutaten bzw. im Sinne der Gerichte, die wir zubereiten müssen. Bedeutet kurzum,
Ich habe jetzt den Salat wie eben auch hergestellt und gerade beim Karotteneintopf gemerkt, dass ich da deutlich mehr für tun muss. Also Leute, erster Hinweis, am besten nicht ins Menü gehen, weil momentan scheint es noch nicht so gut zu funktionieren mit dem Zurück ins Spiel kommen. Sonst müsst ihr wirklich ins Hauptmenü zurück und das Level ist so gesehen verloren. Zweiter Hinweis, die ganzen Aufgaben ändern sich. Jedes Mal, wenn ihr in ein Level reingeht, habt ihr neue Aufgaben. Hätte ich eigentlich auch mal drauf kommen können. Ist, wie es ist. Wir nutzen jetzt die Info, die wir neu dazu gewonnen haben und bereiten schon mal vor. Und zwar jetzt den starken Karotteneintopf. Da brauchen wir jetzt sogar 3 Stück für. Kann ich die auch noch da drauflegen? Geht nicht mehr. Okay, warte. Wie mache ich das denn am besten? Warte mal, das dahin. Teller aufheben. Ach so, und die kann ich aber jetzt nicht mehr vom Teller runternehmen, die Sachen. Wieder was gelernt. Das heißt, den Teller können wir wegwerfen. Das heißt, die Karotten erst schneiden, dann irgendwo auf die Steinpodeste legen, dann in das Wasser geben, ins heiße Wasser und danach können wir mit dem Teller die ganzen Sachen abholen. Da muss man ganz schön aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Das ist gar nicht mal so ohne. So, also Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 gehen jetzt da rein. Wir brauchen Teller für den starken Karotteneintopf. Meine Güte, huh? Ganz schön umfangreich. Warten ein bisschen. Guck mal, anscheinend haben die Feuerwerk da unten mit beigepackt, so wie das sprudelt. Krass. Und rein damit. So, jetzt haben wir diesen Eintopf mit starker Karotte. Möge er den Göttern wohl schmecken. Jawohl. So, das nächste sieht recht einfach aus. Ein Zwiebeleintopf. Die haben wir... Ah ne, das ist eine Rübe. Gut zu wissen. Wir brauchen auch Rübeneintopf. Wir haben nochmal Glück gehabt. So. Kann ich in der Zwischenzeit mal die Zwiebel suchen. Ich glaube, die war noch hier hinten. Zwiebel. Steht auch dran für die ganz großen Experten unter uns. Kann man dann mal direkt nehmen und hier ablegen. Während das eine noch köchelt, kann man das andere schon mal vorbereiten. Theoretisch könnten wir sogar noch einen Schritt weiter gehen und schon mal ein bisschen Zeit sparen, indem wir hier die andere Sache reinpacken. Müssen wir nur im Auge behalten. Richtig geil wäre es natürlich, wenn es da noch unterschiedliche Kochgeschwindigkeiten gibt. Nicht, dass wir uns da verhaspeln. Hallo, Rübeneintopf? Kopf leeren? Nanu, was ist da los? Wieso konnte ich das nicht da reinmachen? Wir haben doch den Rübeneintopf vorbereitet. Ihr auch, was ist das? Wieso ging das jetzt nicht? Zwiebeleintopf, Rübeneintopf. Habe ich irgendwas übersehen? Oh nein, sag mir bitte nicht, dass wir jetzt noch auf die jeweiligen Töpfe achten müssen. Aber das... Nee, die sind doch identisch. Okay, wir machen es anders. Wir machen erst Rübenfischeintopf. Vielleicht müssen wir das zuerst machen. Vielleicht ist das von unten nach oben die Reihenfolge. Bin mir gerade echt nicht sicher, wo da jetzt der Fehler war. Wir machen mal den Fisch klein. So. Das nehmen wir schon mal, legen das da ab. Dann haben wir hier die Rübe. Die Rübe müssen wir auch klein schneiden. Aber die Reihenfolge kann es auch nicht gewesen sein. Es war ja nur eine Zutat. Ich habe gerade überlegt, ob das nicht vielleicht das Problem hätte sein können. Nein, eigentlich nicht. Also noch einmal dahin. Zack, 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 zack. Jetzt der Reihe nach. Also erst das. Dann das. Zwiebelringe. Und dann das hier. Es müsste korrekt sein, so die Reihung. Ach, das eine ist ein Teller und das andere ist eine Schüssel, ich Hohlkopf. Wahrscheinlich für die Eintöpfe brauchen wir die Schüssel, deswegen hat das gerade nicht funktioniert. Also merke, Schüssel zu Teller, beachten. Ganz wichtig. So, rein damit und aufgetischt. Sehr schön. So, jetzt aber alles richtig machen. Wir haben einen Topf, also machen wir auch alles in einen Topf. Erstmal hier.
Dann machen wir jetzt, lassen wir jetzt parallel laufen. Machen wir jetzt richtig geil. Einmal hier rein. So. Zwiebel. Die häckseln wir auch. Die Zwiebel braucht gar nicht so viele Schnitte. Bei der Rübe ist es ähnlich wie bei einer Möhre. Die muss relativ häufig. Nein, 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 nein. Nicht den Teller. Oha, werden die Teller weniger? Uff. Ach du Schande, das auch noch. Oh mein Gott. Also dumme Fehler werden hier richtig, richtig böse bestraft. So, schnell dahin. Und das da auch noch. Ah. Erwischt. Gut gemacht. Deine kulinarischen Künste haben die Götter verzaubert. Du hast es geschafft, alle Gerichte bis zum Sonnenuntergang zu servieren. Wie jetzt? Sonnenuntergang ist auch noch ein Thema? Ach du Schande. 5 Odinsmünzen haben wir erfolgreich erhalten. Jawohl. Sehr gut. Und wir werden direkt wieder zurückgeschleudert. Zurück in das Hauptmenü, du Lump. Okay. Also, erstes Mal eingegroovt. Ein bisschen lockern die Schultern, ein bisschen die Beine, ein bisschen die Hüfte schwingen und hoffentlich alles zusammenbringen. Nämlich, erstens, ganz wichtig, nicht in die Einstellung gehen. Das scheint Probleme zu machen momentan. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Aber wir sind ja in der Early Access, da wird bestimmt noch einiges gemacht. Ansonsten achtet auf Teller und Schüsseln. Das kann einen entscheidenden Unterschied machen, habe ich gemerkt. Und Reihenfolgen beachten beim Reinpacken in den Topf, ganz wichtig. Das war auf jeden Fall diese Folge. Beim nächsten Mal gucken wir mal, was wir dann machen müssen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.